Hallihallo miteinander und herzlich willkommen zu meinem 182. Kreativtipp. Da wieder live aus meinem Bastelatelier Sabrinas Kreativecke in Würlingen. Heute ist es richtig nötig zum Basteln. Sehr, sehr strenge Tage liegen hinter mir und ich habe mich jetzt richtig gefreut, finde ich ein kleines Zeitfenster heute, um euch einen tollen Basteltipp zu sharen. Ja, was gibt es? Und zwar eine Mitbringsel-Geschenk-Idee für die Winterzeit, wo sicher alle Freude daran haben und können nachher auch etwas Gutes geniessen. Ihr braucht da dazu ein Keradekor transparent, das Stempelset Winterfeeling mit einem Acrylblock, ein wasserfestes Stempelküsschen oder Inkeffekt und unsere Dekofolie. Als allererstes nehme ich mir Dekofolie und tue den Spruch Winter Magic auf den Acrylblock drauf platzieren. Dann nehme ich mir das wasserfeste Stempelküsschen oder eben auch Ink-Effekt, das geht beides, tue das Ganze betupfen, einfärben und auf der Dekofolie abstempeln. Das Ganze muss dann trocknen und weil ich mit wasserfester Stempelfarbe gestempelt habe, tue ich auch den Stempel sofort mit einem Feuchttuch und unter lauwarmem Wasser putzen und dann noch ein paar Mal auf der Unterlage abstempeln. Jetzt nehme ich eine Tasse und die tue ich vorgängig mit einem Lumpen, wo es Essig drauf hat, reinigen. So. In der Zwischenzeit habe ich bereits unser gestempeltes Dekofolienstück in lauwarm Wasser eingelegt. Es ist ganz wichtig, dass es eben lauwarm ist und nicht kalt, sonst hat es den Effekt nicht. Und irgendwann fällt sich dann die Dekofolie an zu lösen. Da kann man auch gut einmal so ein bisschen zwischen den Fingern das Papier und die Dekofolie bewegen und dann merkt man sehr schnell, wenn das denn das Element abziehbar ist. Man nimmt es und tut es gerade auf die Tasse auftragen. So, und dann mit dem Lumpen, mit einem anderen Lumpen, fixieren. So. Bis es eben keine Luftblättern und kein Wasser mehr unter dieser Dekofolie unten hat. So. Das ist je nach Tasse ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, dass die Folie noch auch gut getroffen ist. Je geräder die Tasse ist, je weniger bauchig, sage ich jetzt einmal, desto einfacher funktioniert es dann auch. So, noch die letzten Elemente rausstreichen. Das geht gut, auch wenn man es ein bisschen mit Druck macht. So. Die Dekofolie hat übrigens kein Klebmaterial drin, sondern die hebt wie statisch auf dem Untergrund. Und nachher nehme ich mir das Keradekor transparent und tue das Ganze noch versiegeln, weil so kann man es nämlich dann auch zumindest von Hand abwaschen. So. Und ich weiss nicht, ob ihr den Spruch gelesen habt, der drauf steht. Es steht nämlich drauf, Wintermagic. Kerzen anzünden, Wintertrank zubereiten, sorgt für Bequemlichkeit, Leckereien essen und alles um sich vergessen. Die Augen schliessen und die sinnliche Ruhe geniessen. Natürlich auf Hochdeutsch. Das heisst, die Tasse kann man jetzt gut auch noch mit Tee, Kerzen und irgendetwas Feinem zum Essen befüllen. Schön verpacken und schon hat man ein Mitbringsel oder ein kleines Geschenk für die Winterzeit. Ja, wer freut sich nicht darüber, ab und zu beschenkt zu werden? Ich hoffe, du bist inspiriert von dieser Idee. Wenn du noch Material brauchst, am Sonntag um 12 Uhr mache ich meine nächste Sammelbestellung. Und am Sonntag in 2 Wochen, beziehungsweise das Wochenende in 2 Wochen, bin ich dann am Weihnachtsmarkt in Würlingen anzutreffen.
Meine Vorbereitungen, die laufen jetzt dann an und auf Hochtouren und ich freue mich riesig, wenn ich natürlich ganze Haufen Besuch bekomme von Leuten, die mich kennen. Ich sie vielleicht aber nicht. Und wenn ihr am Weihnachtsmarkt Zürerlingen vorbeikommt, macht euch bitte bemerkbar, wenn ihr schon mal einen Kreativtyp von mir gesehen habt. Ich würde mich nämlich freuen, euch auch persönlich kennenzulernen. Nicht nur so auf die virtuelle Art. Jetzt wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Bleibt gesund, habt euch Sorge und bis gleich. Tschüss miteinander.